Es gibt ein Mädchen. Ihr Name ist Amy. Amys Familie besaß nicht viel, sie waren arm. Bis zu ihrem 8. Lebensjahr hatte Amy niemals Schuhe besessen. Dann, eines aufregenden Tages, schenkte ihr jemand ein paar alte, getragene Schuhe, die ihr vielleicht passen könnten. Sie zog ihre kleinen Zehen ein, um ihre Füße in diese Schuhe zu zwängen, die ihr viel zu klein waren. »Na, wie passen sie?«, fragte die Mutter. »Sie passen super«, rief die kleine Amy freudig. Sie war so dankbar, überhaupt Schuhe zu haben, zumal sie aufgrund fehlender Erfahrung keinen Vergleich hatte. Ihre Beschreibung für die Schuhe könnten damals so gelautet haben: »Das sind die Dinge, in denen die Füße wehtun, aber mit denen man bei kaltem Wetter draußen spielen kann.« Dann eines Tages schenkte ihr jemand endlich ein paar Schuhe in der richtigen Größe. Für Amy war es erstaunlich, denn sie taten nicht weh. Sie verstand plötzlich, dass das, was sie als normal betrachtet hatte, keineswegs normal war. Es gab Schuhe, die passend waren und die nicht weh taten. Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte und ich erzähle sie euch, weil sie mich so sehr an die Zeit erinnert, als ich in der Beziehung mit Gott durch die Religion eine falsche Schuhgröße getragen habe, die sehr wehgetan hat. Gott war für mich ein Buchhaltergott. Es fiel mir so schwer, mit ihm in einer engen Beziehung zu leben, weil er so unnahbar schien. Ständig drückte dieses Schuhpaar, der Weg war so anstrengend, weil ich dachte, ich müsste perfekt sein, damit Gott mich annehmen konnte. Und so verging ein Weihnachtsfest nach dem anderen. Ich sang Weihnachtslieder im Kirchenchor. Ich sang Weihnachtslieder zu Hause und auch, wenn ich das Fest mit der Familie genoss, verstand ich es nicht, wozu Jesus gekommen war und was er getan hatte. Und endlich kam der Tag, an dem mir Jesus begegnete. Er schenkte mir ein paar neue Schuhe in der richtigen Größe. Ich zog das Paar der Gesetzlichkeit aus und das der Gnade an. Ich erkannte plötzlich, wozu Jesus geboren ist und was er am Kreuz für mich getan hatte. Und vergleichbar mit Amys Reaktion war es für mich ebenso erstaunlich, Jesus auf so eine neue Art und Weise nachzufolgen. Der ständige, drückende Schmerz war verschwunden. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, ungenügend für Gott zu sein. Nun ist der Weg mit ihm endlich schön und viel angenehmer. Ich liebe mein Leben mit Jesus. Und auch wenn es weiterhin Höhen und Tiefen gibt, ist seine Gnade alles, was ich brauche. Und diese Freiheit wünsche ich auch dir. Heute ist Heiligabend. Heute feiern wir, dass Gott als Kind auf die Welt gekommen ist, um für uns sein Leben zu geben, damit wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sein dürfen. Aber nicht erst in der Ewigkeit, sondern auch hier, bereits auf dieser Erde. Wenn du ein erfülltes Leben mit Jesus leben möchtest, wenn dir der Weg mit Gott mühsam und beladen vorkommt, dann lädt dich Jesus heute ein, zu ihm zu kommen. Bei ihm erhältst du das richtige Paar Schuhe für deinen Lebensweg als ein Kind Gottes. Bei ihm findest du Frieden und Ruhe, denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Gott liebt uns so sehr, dass er das Leben seines Sohnes für uns gab, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich wünsche mir sehr, dass in diesem Jahr das Weihnachtsfest noch einmal eine tiefere Bedeutung für dich bekommt. Möge das Kind in der Krippe auch in deinem Herzen neugeboren werden und dich beschenken. Es ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Wir wünschen euch von Herzen fröhliche Weihnachten.